Der Frauenmörder von Hugo Bettauer. Die Müller, Möller, Jensen und Pfeiffer. Lieber Krause, Sie müssen Klarheit in die Sache bringen. Nur läppischer Zufall? Nee, das glaube ich nicht. Und Sie glauben es auch nicht, soweit ich das aus Ihrem wieder einmal total versteinerten Gesicht lesen kann. Innerhalb von sechs Wochen verschwinden unter Hinterlassung Ihrer Habseligkeiten vier Mädchen, alle zwischen zweiundzwanzig und sechsundzwanzig Jahren, alle vier heiratstoll und mit je einem fragwürdigen Bräutigam behaftet. Nee, lieber Krause, da liegt kein dämlicher Zufall vor, sondern ein Verbrechen, und dem müssen wir auf die Spur kommen. Krause sah den Chef der Berliner Kriminalpolizei, Dr. Clusius, aus wasserhellen, verschlafenen, müden und leblosen Augen bewegungslos an und sagte, während es nervös um seine dünnen, blutleeren, bartlosen Lippen zuckte Herr Doktor sind sehr aufgeregt. Und das ist nicht gut. Denn wenn Herr Doktor aufgeregt sind, gelingt es ihnen nicht mehr ein klares Bild zu geben. Darf ich also bitten, mir nun in aller Ruhe zu sagen, was Herrn Doktor zu der Annahme gebracht hat, dass ein grauenhafter Unhold sein Wesen treibt und Mädchen verschleppt? Die Schmisse im runden Gesicht des hohen Kriminalbeamten färbten sich rot, weil er aus den Worten des Graus eine leise Ironie herauszuhören glaubte. Er strich sich hastig durch die Schütterin ein wenig angegrauten Haare und blätterte in den Papieren, die vor ihm lagen. »Sie sind heute wieder unausstehlich, Krause, aber meinethalben. Machen Sie Ihre Notizen, und ich werde alles genau erzählen.« Krause rührte sich nicht. »Herr Doktor, wir lieben zu vergessen, dass ich mir niemals Notizen machen muss, weil ich Gelegenheit genug hatte, mein Gedächtnis zu schärfen.« Dr. Clusius erhob seine Stimme. »Jawohl, Herr von Krause, ich gestattete mir einen Augenblick, Ihre Biografie zu negligieren. Also gut, schreiben Sie nicht auf, aber setzen Sie sich und bringen Sie mich nicht zur Verzweiflung.« ich habe Ihnen gesagt, dass dem Polizeipräsidium innerhalb einiger Wochen vier Vermisstenanzeigen zugegangen sind. Es handelt sich um folgende Fälle: Ein Mädchen, laut Meldeschein Trude Müller aus Berlin, 23 Jahre alt, hat am 1. Juli bei der Witwe Wendler, waterloo Ufer 6, ein Zimmer gemietet. Die junge Dame machte einen guten, vertrauenswürdigen Eindruck, gab an Lehrerin zu sein und demnächst heiraten zu wollen. Die Miete für das Zimmer zahlte Trude Müller für einen Monat im Vorhinein. Am 6. Juli erzählte sie ihrer Wirtsfrau, dass sie mit ihrem Bräutigam eine kleine Reise unternehmen müsse. Er wolle ein Besitztum an der Havel unweit von Ketzin erwerben und es vor Kaufabschluss mit ihr besichtigen. Sie werde in Ketzin bei einer Tante ihres Bräutigams übernachten und morgen, spätestens übermorgen, wieder zurück sein. Das Mädchen machte rasch eine Handtasche zurecht und stellte ihren Bräutigam, der gleich darauf mit einem Autotaxi vorgefahren kam, der Frau Wendler, vor. Dieser Bräutigam dürfte angeblich Schollern oder Schullern geheißen haben, trug einen Kneifer und wird als hagerer, blonder Mann in den Dreißigern geschildert. Die Müller kam nicht mehr zurück, und am 16. Juli erstattete Frau Wendler die Abgängigkeitsanzeige, der das Revieramt keine sonderliche Aufmerksamkeit schenkte. Der von Fräulein Müller hinterlassene Holzkoffer ist noch uneröffnet und hinterliegt jetzt hier im Aufbewahrungsraum des Präsidiums. Zweiter Fall. Am 5. Juli Erschien in der Pension der Frau Zinkenbach in der Nürnberger Straße ein Mädchen und mietete ein Zimmer mit voller Verpflegung. Die Dame zog am 10. Juli ein und füllte den Anmeldeschein höchst flüchtig mit Grete Möller, geboren in Hamburg, 25 Jahre alt, private, aus. Schon zwei Tage später teilte sie dem Stubenmädchen frühmorgens mit, dass sie auf etwa zwei Tage verreisen werde, um mit ihrem Bräutigam ein Haus in der Havelgegend zu besichtigen. Den Bräutigam, der mit einem Taxicab vorfuhr, hat niemand als der Portier gesehen. Und dieser kann sich nur an einen blonden Herrn mit Kneifer erinnern. Auch Fräulein Möller ist nicht mehr zurückgekehrt. Dritter Fall. Am 15. Juli mietete ein Fräulein anne -Marie Jensen, ebenfalls in Hamburg geboren, 24 Jahre alt, ein bescheidenes Zimmer in der Fremdenpension der Frau Lestico in der Motzstraße. Sie erzählt, sie sei eben aus Nordamerika zurückgekehrt und suche in Berlin eine Stelle als Hausdame. Einige Tage später aber vertraute sie der Frau Lestico an, einen Herrn kennengelernt zu haben, der sie zu verehren scheine. Er sei sehr wohlhabend in den besten Jahren, ein, ein hochgebildeter Mann, Naturforscher und beabsichtige, sich unweit von Berlin anzukaufen, um in Ruhe seinen Forschungen leben zu können. Am 21. Juli kam Fräulein Jensen spät abends nach Hause und teilte der Frau Lestico, die noch wach war, sehr erregt mit, dass sie sich mit dem Naturforscher verlobt habe und am anderen Tag mit ihm nach dem Havelstädtchen Ketzin reisen wolle, um dort ein in der Nähe befindliches Haus mit Garten zu besichtigen. Der Bräutigam, der anderen Tags gegen 10 Uhr vormittags Fräulein Jensen abholte, wurde von Frau Lestico gesehen und ihr als Doktor Schindler vorgestellt. Er war sehr wortkarg, trieb zur Eile an, trug einen Kneifer, war schlank und blond. Fräulein Jensen kam, obwohl auch sie vorausgezahlt und ihr Gepäck hinterlassen hatte, nicht mehr zurück. Vierter und letzter Fall. Käthe Pfeiffer. Geboren in Bayern, ohne Angabe des Ortes, 25 Jahre alt, Kontoristin, mietete am 20. Juli ein möbliertes Zimmer bei der Witwe Klappholz in der Krummenstraße in Charlottenburg. Frau Klappholz sah ihre Mieterin, die den ganzen Tag außer Haus war, nur selten. Am 25. Juli verließ Käthe Pfeiffer um sechs Uhr morgens das Haus und hinterließ folgendes Schreiben. »Werte Frau Klappholz, ich verreise auf zwei Tage, da mein Bräutigam eine Villa an der Havel kaufen soll, die ich natürlich vorher auch besichtigen möchte. Bin spätestens übermorgen wieder hier. Bitte aufzupassen, dass nichts aus meinem Zimmer fortkommt. Bestens grüßend, Käthe Pfeiffer.« Den Bräutigam hat niemand gesehen, Von Herrn Pfeiffer ist nicht mehr zurückgekehrt und Frau Klappholz, hat am 5. August, also genau vor einer Woche, die Anzeige erstattet. Dr. Clusius blies vor sich hin, streckte die Beine weit aus, schob Krause die Zigarren zu, zündete sich selbst eine an und sagte, Ich bin fertig und werde wirklich staunen, wenn Sie sich alles gemerkt haben. So, nun, lieber Krause, was halten Sie davon? In Krause kam jetzt endlich Bewegung. Er stand auf, ging zum Fenster, warf einen Blick auf den Alexanderplatz, lachte kurz und trocken auf, weil ihm zwei dicke Frauen, die im Verlauf eines Tratsches ihre Marktkörbe gegeneinander schwenkten, komisch erschienen, drehte sich dann um und sprach, während sein mageres, verwittertes Gesicht, das mit der scharfen Hakennase einem Schauspieler, einem Jockey, aber auch einem ein wenig degenerierten Aristokraten gehören konnte, sich in tausend Falten und Fältchen legte, tonlos, ohne Erregung, gleichgültig, als würde es sich um eine Wetterfrage handeln. Ich habe mir jedes Detail gemerkt, und das war nicht schwer, weil diesen aus den Polizeirevieren stammenden Berichten eben jedes Detail fehlt. Was ich davon halte? Nun, dem Anschein nach könnte es sich allerdings um vier ganz gleichartige Verbrechen, begangen von ein und derselben Person handeln. Der oberste Kriminalbeamte von Berlin sah den hageren, irgendwie grau erscheinenden und ganz in grau gekleideten Mann interessiert an. Sie drücken sich sehr vorsichtig aus, Krause, dem Anschein nach, und könnte sich wollen Sie also den Fall übernehmen? Sicher. Er ist ernst genug, um mich anzuregen. Dr. Clusius lächelte und nickte befriedigt. Was wollen wir also zunächst unternehmen? Ganz klar, Herr Doktor. Morgen Vormittag müssen hier, in diesem Zimmer, die zurückgelassenen Gegenstände der verschwundenen Frauen, ihre Anmeldescheine und die vier Vermieterinnen, bei denen sie gewohnt hatten, sowie der Portier aus der Motzstraße zur Stelle sein. Na, vor dem Gequatsche der vier Weiber graut mir jetzt schon. Aber das muss überstanden werden, und äh, dann gehe ich los. Die Worte, dann gehe ich los gefielen dem Chef so außerordentlich, dass er sich vergnügt die Hände rieb. Ich gehe los. Das hatte bei Krause zu bedeuten, dass er sich aus einem apathischen Nörgler in eine Dynamo-Maschine verwandelte und wirklich losging wie ein Auto mit 80 Pferdekräften. Krause ging nicht immer los, aber wenn er losging, dann arbeitete er mit hundert Sinnen und Gehirnen. Joachim von Dengern, alias Krause. Während sich Dr. Wilhelm Clusius in seiner ganzen Art nicht sonderlich von anderen leitenden Polizeibeamten der Großstädte unterschied, und seine erfolgreiche Laufbahn weniger irgendwelchen hervorstechenden Eigenschaften als mustergültiger Pflichttreue, tadelloser Lebensführung und außerordentlichem Taktgefühl bewiesen in peinlichen, in den vornehmsten Kreisen spielenden Affären verdankte, glich Krause in keiner Weise den üblichen Kriminalunterbeamten, die man Detektive zu nennen pflegt. Und seine Karriere, seine Lebensgeschichte, sein Werdegang waren wohl ganz außerordentlicher Art. Aber sogar die wenigen Eingeweihten wussten von ihm nicht viel mehr, als dass Krause gar nicht Krause hieß, sondern dies nur ein von ihm angenommener Name sei, und dass es ihm nicht an der Wiege gesungen worden war, dereinst höchstpersönlich nicht vom grünen Tisch aus, sondern mittels Einsetzung aller Kräfte Verbrecher nachjagen zu müssen. Genaues wusste im Roten Haus am Alexanderplatz eigentlich nur Dr. Clusius. Und weil er es wusste, so schätzte er diesen mitunter höchst widerwärtigen Krause so sehr, ja ganz tief im Inneren brachte er ihm eine Hochachtung und Bewunderung entgegen wie keinem anderen Menschen aus seinem Wirkungs- und Bekanntenkreis. Krause war ein unglücklicher Mensch und hatte einen Knacks weg, von dem er sich nicht erholen konnte. Er hieß in Wirklichkeit Joachim von Dengern, entstammte einer wenig begüterten, aber umso vornehmeren Familie, hatte sein einjährigen Jahr bei den Gardekürassieren abgedient, war Reserveleutnant geworden und nach Erlangung des juristischen Doktordiploms und später des Referendarexamens in die Kanzlei eines der berühmtesten Berliner Rechtsanwälte des Justizrates Rodenbach eingetreten. Man war jung, hatte in Pommern einen Bruder Gutsbesitzer, der durch Heirat klotzig reich geworden war, gab für nette kleine Mädchen mehr Geld aus, als man eigentlich durfte, pumpte von Zeit zu Zeit den um zehn Jahre älteren Bruder kräftig an, kam oft etwas verkatert und zu spät in das Büro oder zu Gericht, kurzum, man lebte so und nicht schlechter als tausend andere junge Referendare, die von sind, als nette, lustige Kerle gelten und gut daran tun, sich die Hörner abzustoßen, bevor es unter das Joch der Ehe und Würden geht. Bis sich eines Tages Furchtbares und Unerwartetes ereignete. Justizrat Rodenbach hatte in einer Prozessangelegenheit von einem Klienten ein Depot von etlichen Millionen Markenbarem Geld erhalten. Diesen Betrag legte er in Gegenwart seines jungen Gehilfen, Dr. Joachim von Dengern, in den eisernen Kassenschrank, wobei er sagte, dass es eigentlich recht unvorsichtig sei, solche Summen zu behalten, um so mehr, als der Kassenschrank veraltet sei und einem halbwegs gewiegten Einbrecher wenig Widerstand entgegensetzen würde. Einer Bemerkung, der Joachim von Dengern pflichtschuldig beistimmte. Nicht ohne zu denken, dass es gerade jetzt, da der Dalles wieder einmal erheblich war, sehr schön wäre, einen Teil des Geldes zu besitzen. An diesem Tag gab es vielerlei Arbeit, manche, die nach Ansicht des Referendars hätte liegen bleiben können, nach der Ansicht des Justizrates aber unbedingt erledigt werden sollte. Joachim von Dengern musste tüchtig Überstunden machen und befand sich, nachdem der Justizrat sich ins königliche Opernhaus begeben und auch die anderen weniger intensiv beschäftigten Herren fortgegangen waren, noch eine Stunde oder mehr allein im Büro. Er nahm daher, wie immer in solchen Fällen, die zweiten Büroschlüssel mit sich, nachdem er alle Türen ordentlich versperrt hatte, während der alte Bürodiener August, der schon früh morgens zu kommen pflegte, die andere Garnitur besaß. Auch der Justizrat hatte natürlich Schlüssel bei sich. Am anderen Tag fand Joachim von Dengern, als er nach durchzechter Nacht etwas bleich und zitterig den Dienst antrat, das Büro in chaotischem Zustand an. Furchtbares hatte sich ereignet. Der Kassenschrank war mittels primitiver Instrumente erbrochen und seines kostbaren Inhaltes beraubt worden. Dr. Clusius, damals noch gewöhnlicher Kriminalkommissär, führte die Untersuchung und wusste nach knapp einer Stunde genau Bescheid. Nur der Referendar Joachim von Dengern konnte der Täter sein. Er allein hatte von den Millionen im Kassenschrank gewusst, er war allein im Büro zurückgeblieben. Er wusste genau, wo im Vorzimmer auf einem verstaubten Aktenschrank ein Werkzeugkasten stand, mittels dessen Inhalt, wie einwandfrei nachgewiesen werden konnte, die Herausstimmung der Schlosszunge erfolgt war. Außerdem, Dengern war verschuldet, hatte auf einen neuen Pumpversuch von seinem Bruder einen deutlich abwinkenden Brief erhalten. Er führte überhaupt einen sogenannten liederlichen Lebenswandel. Kurzum, seine Verhaftung war gerechtfertigt. Wie sehr gerechtfertigt erwies sich, als man ihn einer Leibesuntersuchung unterzog, und in der Innentasche seines Stadtpelzes ein Bündel von hunderttausend Markscheinen fand. Unschwer wurde denn auch festgestellt, dass diese tausend Markscheine mit jenen übereinstimmten, die Justizrat Rodenbach am Tage vorher als Depot erhalten hatte. Vergebens beteuerte Joachim